Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video rund um GTA Online, denn heute zeige ich euch einen REP-Glitch. Und für die Leute, die nicht wissen, was REP ist, das ist das Level-System im Kamiet. Aber gut Leute, bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich ja schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Videos in GTA Online. Aber gut Leute, ich würde sagen, wir fangen mal an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr ein persönliches Fahrzeug und einen Freund, der auch ein persönliches Fahrzeug besitzt und ihr müsst beide in LS Kamiet reinfahren können. Gut Leute, das ist jetzt nicht viel, denn ihr müsst jetzt beide einfach euch im LS Kamiet treffen. Seid jetzt beide im LS Kamiet, müsst ihr jetzt beide auch auf die Teststrecke. Sprich, ihr steigt jetzt euren persönlichen Fahrzeugen ein, drückt Viereck, drückt dann X für die Teststrecke und geht dann auf, ganz wichtig, mit anderen Spielern beitreten. Ganz wichtig, das ist die obere Option der Teststrecke. Gut, seid jetzt beide auf der Teststrecke und habt euch jetzt auch gefunden, sprich ihr parkt jetzt so nebeneinander, zum Beispiel wie wir jetzt, kommt jetzt ein kleiner Timing-Part. Und zwar muss ich euer Freund jetzt einladen zu einem direktes Duell. Sprich, öffnet das Interaktionsmenü, geht auf LSK Meet, geht dann auf direktes Duell. Dadurch werden alle Spieler in der Umgebung eingeladen. Mein Tipp, Leute, macht das in einer Freundessitzung oder Einladungssitzung. Hat euer Freund euch jetzt eingeladen, geht ihr jetzt, Leute, auf das Handy, geht auf so gesehen diesen Job oder diese Einladung drauf. Und zwar so, dass ihr nur noch einmal X drücken müsstet, um diese Einladung anzunehmen. Wenn ihr das habt, Leute, muss jetzt euer Freund gleichzeitig fast dasselbe machen. Das bedeutet, er geht auch aufs Handy, geht auf Jobliste und drückt jetzt Viereck. Denn bei ihm wird jetzt die Meldung kommen auf dem Handy, ob er den Job verlassen möchte, also ob er dieses Rennen verlassen möchte. Aber auch nur hier, dass diese Meldung kommt und nicht bestätigen, ne? Aber sobald er X drückt, ist es halt bestätigt. Ihr wisst, was ich meine. Aber gut, was ist jetzt hier der Trick deiner Sache? So, ihr müsst jetzt so gesehen dieses Duell beitreten und euer Freund muss wirklich praktisch eine Millisekunde später wieder austreten und dadurch erhaltet ihr REP. Das Timing ist hier so eine Sache. Das Timing kann man aber üben, Leute. Und Leute, ich habe es tatsächlich mit meinem Freund ein paar Mal vor der Aufnahme geübt. Und am besten geht das natürlich in einer PSN-Party oder Discord-Party. Je nachdem, wo ihr halt miteinander reden könnt. Denn ich habe tatsächlich einfach von 3 runtergezählt. Und bei 0 ist mein Freund hingegangen und hat den Job verlassen. Und ich habe so gesehen auch bei 0 den Job beigetreten. Aber bis mein Kollege die 0 gehört hat bei sich, ist ein paar Millisekunden vergangen. Und diese Millisekunden sind entscheidend dafür, dass dieser Glitch funktioniert. Dass euer Freund ein paar Millisekunden später aus dem Job raustritt. Deswegen, Leute, machen wir das jetzt einfach mal. Also sprich, ich stelle jetzt hier runter. 3, 2, 1, 0. Wo ich 0 gesagt habe, habe ich mit mir selbst den Job beigetreten. Und wo mein Freund das dann über Headset gehört hat, ist er den Job rausgegangen. Und tatsächlich, Leute, hat das funktioniert. Wir haben es hier 200 REP bekommen. Und Leute, das könnt ihr jetzt einfach durchgehend machen. Sprich, euer Freund lässt euch jetzt wieder zum direkten Duell ein. Sprich, Interaktionsmenü, LSK mit direktes Duell. Und ihr öffnet jetzt einfach wieder euer Handy, geht dann jetzt auf diese Jobliste, geht auf die Einladung, aber nur, dass wir noch einmal X drücken müssen, um das zu starten und so weiter und so fort, Leute. Und wenn ihr das sogar richtig professionell macht und das Timing wirklich gut hinbekommt, schafft ihr es sogar, circa 3 Minuten ein Level aufzusteigen. Und ich bin ehrlich, Leute, meine Rohaufnahme hier war 3 Minuten 50. Deswegen ist das absolut machbar. Wir hatten es hier tatsächlich ein Fehltry, aber ein Fehltry pro Level ist absolut in Ordnung. Und ich bin ehrlich, Leute, das Timing finde ich persönlich jetzt nicht so krass schwer, wenn man es einmal hingekriegt hat. Aber gut, Leute, das war die ganze Magie hier hinter. Und kleiner Funfact nebenbei, dadurch, dass ihr diese REP bekommt und diese Rennen gewinnt, erhaltet ihr auch immer $500. Also praktisch ein kleiner Money-Glitch, aber pssst. Aber mit diesen erfreulichen Informationen würde ich auch mal sagen, beende ich dieses Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich immer noch übelst freuen, einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Aber ich bin raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.